Und heute ist nicht mein Tag. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich die Prüfung in der Militärakademie nicht bestanden habe. Die wichtigste Prüfung meines verdammten Lebens. Es waren nur ein paar Pilze, die sich mir in den Weg stellten. Ein paar lächerliche Pilze! Sie hätten mir den Schädel eingeschlagen, wäre mir der Prüfer der Akademie nicht zu Hilfe gekommen. Wisst ihr, wie demütigend es ist, gegen Pilze zu scheitern? Nein, natürlich wisst ihr das nicht. Denn es haben ja alle die Akademie absolviert. Nur ich. Ich habe versagt. Sie werden als Helden in die Geschichte eingehen. Und ich? Ich werde als einziger Versager dieser Welt betitelt werden. Ja, ihr habt recht. Ihr wollt keinem Versager zuhören. Und deshalb werde ich nun mein Leben beenden. Aufgepasst! Werdet Zeuge des tragischen Todes von Drake! Hey, brutaler Pilz! Frisches Futter! Du bist doch bestimmt ganz heiß auf Menschenfleisch. Na komm her und verspeis mich! Es hat alles keinen Sinn mehr. Die Schlacht ist verloren. Die Dark Church hat uns besiegt. Die Sekte wird uns überrollen. Die Frauen werden geschändet und die Kinder verschleppt. All unsere mutigen Helden sind getötet worden. Lasst uns unser schändliches Leben beenden. Adieu, schöne Welt, die wir einst kannten. Hey, ihr da! Kommt ja nicht auf die bösartige Idee, meinen Pilz zu vernichten! Das ist unser brutaler Pilz! Den haben wir uns ausgesucht! Geht da sofort weg! Haltet ein, wackere Männer von Glory! Seine halbgöttliche Wenigkeit beschwört euch! Was zum Teufel geht hier vor? Kann man hier nicht einmal in Ruhe sterben? Oho, was sieht seine halbgöttliche Wenigkeit da? Ist das nicht ein Soldat, der noch ein feuriges Funkeln in den Augen hat? Die Soldaten von Glory sind leider ein wenig, ja, depressiv geworden. Das war aber auch alles ein großer Mist. Aber ihr seid anders. Das erkennt seine halbgöttliche Wenigkeit sofort. Wie heißt ihr junger und gut aussehender Held? Puh. Nein, den hübschen Pilz da drüben. Natürlich meint seine halbgöttliche Wenigkeit euch. Ihr seid unsere einzige Hoffnung in dieser schrecklichen Stunde. Wie heißt ihr nun, heroische Lichtgestalt? Gut, Cake. Seid so gut und tötet die Pilze für seine halbgöttliche Wenigkeit. Aber... eigentlich wollte ich doch... Cake, macht euch keine Sorgen. Wollt ihr einige grundlegende Informationen über den Kampf wissen? Stellt euch einfach mal vor, ihr hättet Tasten und, nun ja, eine Maus. Eine Maus? Was soll ich mit einer Maus? Ihr könntet euch mittels WASD oder der rechten Maustaste frei bewegen. Die Größe des Bewegungsradius ergibt sich aus dem Attribut Bewegung. Ja, ich bin schon recht agil. Auf einer Straße kann ich schneller laufen, als zum Beispiel auf Gras- oder Waldboden. Dafür habe ich dort mehr Deckung. Schon klar. Ihr bewegt euch jetzt ein Feld vor oder neben den Pilz. Dann seid ihr in direkter Nahkampfposition. Nun gut, wie ihr wollt. Tut das ja nicht! Der Pilz soll uns töten! Genau! Ich klettere jetzt in den Pilz! Macht's gut, Leute! Sie sind unzurechnungsfähig. Sie wurden mit dem Depressionszauber verflucht. Verdammte neumodische Magie. Also gut, Cake. Bevor es ans Eingemachte geht, solltet ihr euch gut überlegen, was für ein Abenteurer ihr seid. Geht in euch. Wollt ihr den Weg des Weicheis gehen, dann erhaltet ihr von mir mehr Unterstützung. Das wird euch einen leichteren Einstieg verschaffen, mehr aber auch nicht. Wenn ihr den Weg der Herausforderung geht, dann seid ihr mutig. Ihr benötigt keine zusätzliche Hilfe und ihr zieht einfach euer Ding durch. Wählt nun den Weg, den ihr gehen wollt. Und wählt weise. Gebt mir lieber ein bisschen Unterstützung. Ich habe wirklich keine Lust, erneut zu versagen. Oho, seine halbgöttliche Wenigkeit soll also halbgöttliche Hilfe leisten. Gut, kleines Mädchen. Dann wollen wir mal sehen, was der Onkel Holy alles in seiner halbgöttlichen Rüstung versteckt hat. Ah, was haben wir denn da? 3 kleine Heiltränke. Aber das ist noch nicht genug. Was haben wir denn noch? Ah, ein niegelnagelneues Schwert. Das sollte nun wirklich für lächerliche Pilzmonster reichen, Weichei. 3 Heiltränke und ein Schwert? Naja. Oh, ihr seid ein weicheres Weichei, als seine halbgöttliche Wenigkeit dachte. Na gut, dann bekommt das kleine Mädchen noch einen kleinen, süßen Teddy. Dieser Teddy dient als Schmuck und schenkt euch mehr Leben. Außerdem könnt ihr mit dem süßen Teddy besser einschlafen. Jetzt ist aber genug. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr euch über mich lustig machen wollt. Aber Sicherheit geht nun einmal vor. Wenn ihr einen noch leichteren Schwierigkeitsgrad wählen wollt, Weichei, dann wechselt jederzeit ins Menü und stellt die Stufe leichter. Benötigt ihr Tipps für das Anlegen von Waffen und mehr? Eure Standardattacke führt ihr mit einem rechten Mausklick aus, indem ihr den Gegner anwählt. Oder ihr wählt den Angriffsbefehl links unten aus der Leiste bzw. den Hotkey auf der Tastatur. Da sich der Pilz jedoch in einem Busch versteckt hat, besitzt er einen Verteidigungsbonus. Auf Gras habt ihr etwas mehr Deckung als auf einer offenen Straße. Im Wald hingegen seid ihr ähnlich geschützt wie in einem Busch. Achtet auf den Verteidigungswert in eurem Porträt oben links oder im Tooltip. Zuerst nutzt aber die Geschenke. Öffnet das Inventar mit dem Icon unten rechts. Rüstet euch dann mit der neuen Waffe und dem Teddybären aus. Das tut ihr mit dem legendären Rechtsklick. Okay, das waren viele Informationen. Also Waffe anlegen und dann auf den Pilz losgehen. Der Pilz ist tot. Wie konntet ihr es wagen? Verdammt! Da geht unser Henker dahin! Was sollen wir jetzt tun, Sig? Oh, ich verspüre ein Gefühl von Triumph und Euphorie. Es vertreibt meine Depression. Wow, ich fühle mich so positiv. Oh oh, ich glaube, weitere Pilze haben euch gewittert. Ha! Das Schicksal meint es gut mit uns. Lass uns zu den Pilzen rennen, Hörty! Was sagt ihr jetzt? Noch ist der Sieg nicht euer. Cake, das darf nicht wahr sein. Überredet die beiden, sich nicht das Leben zu nehmen. Seine halbgöttliche Wenigkeit wird derweilen die Gegend erkunden. Was wollt ihr noch von uns? Was überhaupt passiert ist? Wisst ihr es denn nicht? Unsere gesamte Armee wurde zerschlagen. Die Dark Church hat uns regelrecht überrollt. Jetzt bleibt uns nur noch der Tod im Rachen der brutalen Pilze. Wir konnten die Dark Church nicht aufhalten und haben es nicht anders verdient, als zu sterben. Wir haben versagt. Von brutalen Pilzen getötet zu werden, ist das Schändlichste, was passieren kann. Doch diese Strafe haben wir verdient. Ja, selbst die jungen Absolventen der Militärakademie wurden getötet oder schwer verletzt. Wir gehören zu den wenigen Überlebenden. All die Absolventen haben ihr Leben verwirkt? Bei Glory, welch Ironie des Schicksals. Hätte ich diese Prüfung bestanden, dann wäre ich jetzt auch. Was für eine Prüfung? Die Prüfung... Die Dark Church ist eine fanatische Sekte. Ihre Motive, unser Land anzugreifen, kenne ich nicht. Aber Fakt ist, die Dark Church hat uns angegriffen. Die Dark Church besteht aus völlig verrückt gewordenen Menschen und einigen furchteinflößenden, gigantischen Wesen. Die Anführerin nennt sich Mutter Gottes. Was für ein größenwahnsinniger Name. Nein, wir können unseren Familien nicht mehr in die Augen blicken. Bestimmt sind sie schon tot. Es ist alles aus. Also geht und sucht euch lieber die. Noch lächerlichere Monster als brutale Pilze? So? Welches Monster fällt euch da noch ein? Ja, so mancher ahnungslose Rittersmann wurde von einem süßen Hasen gebissen. Aber habt ihr mal einen Säbelzahnhasen gesehen? Wenn ihr die Höhlen von Westwind besucht, dann grüßt sie schön von mir. Säbelzahnhasen sind grauenhaft. Ihr tiefes Gebrüll jagt jedem kühnen Helden einen Schauer über den Rücken. Das sind Monster, die man nur in einer Gruppe bezwingen kann, in der niemand anderes als Holy Avatar eine tragende Rolle spielt. Also, falsch. Ja... Die sind schon ziemlich lächerlich und, pink. Aber Blobs gibt es hier keine in dieser Region, also zählen die nicht. Oh, die niedlichen Choco-Chicks. Ja, die sind wirklich herzallerliebst. Ich wollte immer meinem Sohn einen Choco-Chick schenken, wenn er groß genug ist. Aber meinen Sohn... werde ich nie wiedersehen. Ihr solltet mal einen weiblichen Choco-Chick treten sehen, wenn er sich bedroht fühlt. Selbst die Goblins fürchten sie deshalb. Seht ihr, der brutale Pilz ist das harmloseste Monster weit und breit. Was wollt ihr noch von uns? Wir sollten wohl gemeinsam sterben. Auch ich habe es nicht mehr verdient zu leben. Ihr wollt mit uns gemeinsam sterben? Was? Warum wollt ihr euch das Leben nehmen? Ihr habt die Militärakademie nicht... Ja, ist das nicht schrecklich? Aber das ist doch kein Beinbruch. Ich hatte bei der Prüfung geschummelt. Ich auch. Ich habe vorher einen Stärketrank eingenommen. Oh, wirklich? Ja, eine nicht bestandene Prüfung ist doch kein Grund, sich zu grämen. Na ja, ihr müsst zugeben, da ist schon was dran. Meine Familie könnte noch am Leben sein. Ja, noch haben wir die Chance, unser finsteres Schicksal abzuwenden. Rittersleute, warum greifen uns die Pilze eigentlich noch nicht an? Oh, verdammt, die habe ich bei unserem tiefsinnigen Gespräch ganz vergessen. Uns bleibt keine Zeit mehr, ein Gegenargument zu finden. Wir werden jetzt nicht sterben. Also gut, jetzt wird gekämpft. Eine große Hilfe sind wir aber wahrscheinlich nicht mehr. Was zum Teufel? Oh, seht! Das ist ein Elitegegner. Ich denke, seine halbgöttliche Fähigkeit sollte noch ein paar weitere weise Worte verlieren. Der Pilz ist größer und schimmert irgendwie anders. Was hat das zu bedeuten? Elitegegner sind erfahrenere Gegner. Sie sind mächtiger als ihre Artgenossen, aber es hat auch etwas Gutes. Was kann es da noch Gutes geben? Elitegegner geben euch mehr Erfahrung, wenn ihr sie tötet. Ebenso lassen sie manchmal Gegenstände und Gold fallen, die ihr mit der rechten Maustaste oder mit der Schnelltaste plündern könnt. Warum zum Teufel sollte ein Pilz Gold fallen lassen? Nun ja, eventuell haben sie mal wohlhabende Händler verspeist. Wie dem auch sei. Achtet jedoch darauf, dass sie etwas stärker sind als ihre Artgenossen. Los, Cake! Ihr seid die einzige Hoffnung. Es heißt Drake, verdammt! Drake? Oh, sag das doch gleich. Drake ist ein schöner Name. Viel besser als Cake. Ihr könntet ruhig helfen. Denkt ihr, mir ist nicht aufgefallen, wie er um uns herumlauft? Nun ja, seine halbgöttliche Wenigkeit hat gerade eine viel halbgöttlichere Aufgabe. Wir, reden später und ihr kümmert euch schnellstens um den Elitepilz. Also bin ich wohl auf mich allein gestellt. Ich werde diese Männer mit meinem Leben beschützen. Oh, diese Schmerzen! Jetzt nicht aufgeben, Hörty. Nicht so wie in der Schlacht, als du davongelaufen bist. Ihr seid davongelaufen? Schuld hatte der Depressionszauber, aber für Beschuldigungen ist jetzt keine Zeit. Au, das bringt all meine Erinnerungen zurück. Aber dieses Mal werden mich die Pilze nicht fertig machen. Dieses Mal nicht! Gratuliere! Ihr habt den Männern wieder Hoffnung gegeben. Eine sehr gute Frage, junger und eifriger Kommandant. Ihr seid sicherlich zu allen Taten bereit. Folgt nun seiner halbgöttlichen Wenigkeit und lasst uns den Dark Church Pflegern kräftig in ihre Sekten hintern treten. Ich, wollte eigentlich... Tja, was wollte ich eigentlich? Der aktuelle Ruhm verwirrt mich. Was ihr tun wolltet, sollte nun nichtig sein. Jetzt zählt es einzig und allein, schnellstmöglich eine Armee zusammenzustellen, denn die Sekte wird nicht brav auf uns warten. Ich weiß nicht. Unsere Heimat Glory ist in Gefahr, will seine halbgöttliche Wenigkeit nur einmal so nebenbei anmerken. Es gibt keine Soldaten mehr, die sie aufhalten können. Jetzt gibt es nur noch seine halbgöttliche Wenigkeit und einen jungen, eifrigen Kommandanten. Der Feind wurde leicht unterschätzt. Ein paar verrückte Fanatiker aufzuhalten, ist eine Sache. Waffenexperten und große Monster fertig zu machen, eine andere. Und genau die werden jetzt alles niedermähen, wenn ihr und seine halbgöttliche Wenigkeit nicht handeln. Da habt ihr sicher recht. Ich muss meine Heimat verteidigen. Entschuldigt meine Zweifel. Sehr schön, dann lasst uns loslegen. Aber zu zweit werden wir Schwierigkeiten haben, gegen die Dark Church zu bestehen. Wir müssen dringend unsere Party vergrößern. Das glaube ich allerdings auch. Aber wen können wir fragen? Uns bleiben keine Soldaten mehr. Also müssen wir sehen, was sich sonst noch so anbietet. Die Hochelfen? Die lachen uns doch nur aus, dass wir uns in so einer misslichen Lage befinden. Seine halbgöttliche Wenigkeit hat eine bessere Idee. Im Hochsicherheitskerker gibt es immer noch Massenmörder und Halsabschneider. Ihr werdet sie überzeugen, mitzukommen und für das Gute zu kämpfen. Aber das ist nicht die einzige halbgöttliche Idee, die dem großen Avatar einfällt. Es gibt noch andere bösartige und listige Kreaturen, die für uns kämpfen können. Ach, wir schauen mal, was sich sonst noch so im Kerker befindet. Irgendwelche Verbrecher, denen wir vertrauen können, werden wir schon finden. Das ist ein interessanter Plan. Ein halbgöttlicher Plan. Ja, Frauen. Frauen gibt es noch in Hülle und Fülle. Lasst das Überzeugen der Frauen die Aufgabe seiner halbgöttlichen Wenigkeit sein. Oh, diese Kreaturen meint ihr? Und das ist kein Problem für euch, jemanden Weibliches zu überzeugen? Ha! Nicht für seine halbgöttliche Wenigkeit. Vor allem Jungfrauen gehören im Nu dem Avatar. Richtet euren Blick gen Westen, Drake. Was seht ihr da? Hilfe! Hilfe! So errettet mich doch! Drei güldene Regeln, wie ihr eine Jungfrau erkennt. Erstens: Die Jungfrau ist eine wunderschöne, halbnackte Frau mit zerrissenen Kleidern und einem langen Zopf. Zweitens: Die Jungfrau befindet sich in Gefahr oder findet den Weg nicht mehr nach Hause. Drittens: Die Jungfrau schreit voll Entzücken den Namen des Avatars, nachdem sie gerettet wurde. Und genau das werden wir jetzt gleich machen. Ja, das werden wir. Doch zuerst noch etwas Wichtigeres. Der Grund, warum seine halbgöttliche Wenigkeit nicht am Kampf teilhaben konnte, war diese Truhe. Truhen sind sehr wichtig, Drake. Da können die tollsten Schätze versteckt sein. Also lasst sie uns plündern. Aber was ist mit der Jungfrau? Sie schreit noch immer um Hilfe. Er rettet mich! Hilfe! Hilfe! Ist denn gar kein hübscher Ritter da, der ein jungfräuliches Geschöpf erretten möchte? Ja, ja, seine halbgöttliche Wenigkeit hört sie ja. Doch ihr müsst Prioritäten setzen. Eine kostbare Truhe oder eine Jungfrau, die bestimmt noch etwas warten kann. Truhen könnt ihr jederzeit plündern, wenn ihr in der Nähe steht. Ihr verliert keine Zeit dabei. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite gekämpft zu haben. Wir werden uns jetzt etwas am Lagerfeuer ausruhen. Viel Glück, Kommandant Drake. Seid nicht zu bescheiden. Ihr seid jetzt ein Kommandant. Tragt diese Würde mit Stolz. Lasst uns nun aufbrechen, Kommandant Drake.